Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Soldschuck99 und Warframe feiert seinen 7. Geburtstag. Ja, der zweite Teil von der vom Geburtstagsmonat von Warframe ist jetzt da. Im ersten Teil hat man die Dex Fures und den Dex Sandana. Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Hat man Wochenende Zeit gehabt, um das zu kriegen. Und im zweiten Teil ist halt die Dex Sibaris dran und Excalibur Skin Dex. So, und die würde ich jetzt würde ich euch mal zeigen, wo man die kriegen kann. So, einmal Dex Sibaris auf der Erde kriegt man die. Ist eine Abfangmission. So, einmal mal schauen. Da. Zack, einmal Attacke, nur Premiere. Ist halt die Einschränkung. So. Ja, Abfang ist halt. Boah. Mit den Nyx ist das ziemlich simpel zu machen. Einfach nur Chaos machen und dann, zack, erledigt sich das alles von selbst. So. Ach, und noch eine volle Lobby dazu. Wunderbar. So. Ah ja, stimmt. Ist ja nur Premiere. Ja, dann warte ich noch auf die anderen. Da geht er schon vorne weg. Die Ressourcen nehme ich auch noch mit. Da ist auch noch doppeltes Ressourcenwochenende noch dieses Wochenende. Warum nicht? Kann man mitnehmen. So, jetzt würde ich mal sagen, Attacke. Okay, ist sogar eine große Variante. Okay. Und zwei Runden. Okay. So. Ach, das sollte relativ zügig gehen, denke ich mal. You have captured a radio tower. So. Und schnell die einnehmen. Ach, komm mal her. This tower is ours now. Jetzt noch rüber nach C. We have control of all four towers. Zack, und schnell rüber nach Enemy A. Have captured a tower. Ah, die Feinde haben A eingenommen. Zack. Hey, bleib stehen. Und aus wieder machen. So. Schnell Fokus einsammeln. Keep fighting. Einmal rüber nach D. The enemy have taken the tower. You must recapture it. Ich bin mal gespannt, wie die Anfänger reagieren. So ein, so mit Meisterschaftsrang 29 kommt dann.
schießt die alle sofort tot. Ja, okay, ist auch eine niedrigstufige Mission. Tower lost. Tower online. We are dominating. Keep it up. We have lost control of a tower. We are dominating. Keep it up. This is so. Egal. Eliminate everyone. They are broadcasting so, another zwei. Message. Make sure the enemy never receives it. Tower so. Captured. Stream decode now. Ausmachen, so, damit sie sich gegenseitig wieder bekämpfen und dann in Ruhe Punkt B und A einnehmen. The enemy have taken a tower. Okay. Must recapture it. Dann gehe ich da mal schnell, gleich mal schnell rüber. Tower captured. Beginning stream decode now. You have captured a radio tower. Tower lost. Erstmal nur mal C einnehmen. Power online. Ah, okay, B wollen die wieder haben. Ach, dann mal wieder gleich rüberlaufen. We have control of all four towers. The enemy have captured a tower.
We are in total control. Keep fighting. Und schnell zu dir verlaufen. We have lost control of a tower. Ja, schon eine Nummer. We have controlled all five towers. Tower lost. Total control. Keep fighting. The enemy have captured a tower. Hier mal einmal. So Sachen. Damit ich den Weg übernehmen kann. The enemy have taken a tower. You must recapture it. So. Zack, weg mit dir. Weg mit dir. Not allow the enemy to learn of our espionage. Eliminate the remaining enemy personnel. So, da will ich noch ein bisschen Endo mitnehmen. Da hinten. Wird. Nee, das wird machbar. Zack, raus. Nur Sachen durch. Hast du eine Formsache? Damit die erste Mission gleich rum ist. Zack, weg mit dir. So, das war die erste Mission. Okay, jetzt kommt gleich die nächste Mission und da muss ich mal schauen, wie die Bedingungen nochmal waren. Unread inbox messages make me ill. Einmal, Geschenk der Lotus zurückgeholt, Dexibaris. Ordes ist wütend, das ist eine heilige Zeit für alle Tenne und die Grenier haben versucht, uns zu bestehlen. Aber ihr habt es bereuen lassen, deswegen ist Ordes glücklich. Diese Dexibaris gehört euch. Ordes hofft, ihr nutzt sie und erinnert euch an die Zeit, als die Lotus sich zuerst an euch wandte. Ordes, so, einmal die Dexibaris bekommen. Ja, ein solides Gewehr, sag ich. So. Dann kommen wir zum ersten. So, der nächste Halt. Ist halt den Excalibur-Skin Dex zu kriegen. Grenierüberläufer bietet Informationen über einige Lotus-Artefakte im Austausch für Schutz an. Die Grenier haben eine Nachtwache-Truppe ausgeschickt,
um ihn zu Schweigen zu bringen. Beschützt ihn um jeden Preis. Okay, eine Verteidigungsmission mit einem Grenier, den man verteidigen muss, ein Überläufer. Und die Nachtwache ist unterwegs. Ah, das wird wieder interessant. Nachtwache fand ich immer gut. So, oh, mal schauen. Eine Gruppe gefunden. Stufe 10 bis 15. Ja, das Besondere bei der Nachtwache ist, das ist eine Art Grenier Special Force oder halt eine Spezialeinheit. Und die sind halt für solche Robioten-Aufträge dafür bekannt halt. Und die, deren Bewaffnung ist auch ein bisschen anders strukturiert halt. Das ist ja das Besondere an der Nachtwache, an dieser Nachtwache halt. Man sieht halt den Standardgegner, aber der ist komplett anders ausgestattet, als man so denkt. Und die haben ein cooles Farbschema, wie ich finde. So. Und es ist dunkel. Ah, schön. Also, was haben wir da? Nova. Einmal ein Necros. Oder, nee. Ah, Hydroid. Ah, Hydroid, okay. Und das ist derjenige, den man verteidigen muss. Okay. Und das Schwierige an diesen netten Kerlchen ist halt, den kann man nicht wiederbeleben, wenn ich mich recht erinnere, weil das ist ein, ist ein spezieller Grenier halt. Deswegen auf den muss man immer aufpassen. Auf den muss man echt aufpassen. Und der greift noch andere Leute noch an. Die nächste Schwierigkeit ist gerade noch. Ist da die Nova dabei? Denke ich mal, das erreicht einiges noch. Ach ja, Kristalle noch. So, und da ist noch eine. Ach, eine Trinity ist auch noch dabei. Oh, das ist dann sehr gut, diese. Diese Kombi, würde ich mal sagen. Ich als Nymph mache erstmal Chaos. Die Nova verlangsamt alles. Der Hydroid, der macht wahrscheinlich seine Tentakel. Falls doch was in der Nähe kommen sollte. Die Trinity halt den Trinity-Überläufer. Ja,
jetzt muss wirklich mal einer in meiner Nähe sein. Weil der wäre ja fast verreckt. Okay, der steckt unter der Treppe. Okay. Sollte erstmal nicht weglaufen können. Meinetwegen kann er noch weiter unter der Treppe bleiben. Gegner ein bisschen unangenehm werden halt, dann habe ich notfalls noch die Tigris dabei und dann level ich halt um die meine Kuba Brack auf. Aber ich finde es schon eine sehr nette schwere Pistole, Handschrotflint würde ich sagen. Ja, kann man beides dann halt. Entweder oder im Prinzip. Aber ich denke mal Handschrotflint würde eher treffen. Das hat ziemlich witzig, die Waffe. Transference still holding. So, die Welle besiegt. Noch 8 Wellen. Ah, hat er sich jetzt rausgekommen. Ach, das ist jetzt gut. Weil jetzt kann er überall rumtouren. Jetzt da, wohin? Quer durch die Gegend, keine stärkere Waffe oder so. Der bleibt sein Hammer treu. Offensive. 6 Wellen noch. Raus. Ich
Manischer Grenier, genau. Läuft auch noch hier durch die Gegend. Okay, der steckt wieder unter der Treppe. Okay, jetzt hat er sich wieder befreit. Kannst eigentlich da bleiben. Der ist richtig hart drauf. Der kennt keinen Erbarm. Oh, noch vier Wellen. Ich hoffe, dass alles hier reibungslos abläuft. Okay, da prügelt er sich mit ein. Oh, wo ist er denn? Der manische Grenier wieder. Nachtwächter, manischer Grenier. So. Jetzt können die nur alle von einer Richtung kommen. Ja, und der stimmt direkt erstmal auf. Flupp, und schon ist der Nachtwächter weg. Ja, da ist er. So. Da hinten ist noch einer. Auch dieser Nachtwächter ist weg. Ich bleib mal lieber bei ihm.
Weil ich weiß ganz genau, der wird immer irgendwas Doofes machen. Jemand? Na, bleib doch stehen. Das ist nur eine Elektromine. So, weg mit dir. So, eine Welle noch. So. Chaos machen. Irgendwo läuft der Mann schon. Oder der ist. Ne, da ist er. Oh, vorsichtshalber noch einmal Chaos machen. Einer ist da. Und fertig. So. Ach, meine Kovabrak ist auf Rang 35 schon. Wunderbar. So. Operator, messages have arrived in your inbox. So. Geschenktes Lotus zurückgeholt. Excalibur Skin und Helm Dex. So. Die Grenierüberläufer verdankt euch sein Leben. Als Dank haben sie die Koordinaten von Lotus versteckten Lager mit euch geteilt. Nehmt diesen Excalibur Dex Skin und Excalibur Dex Helm. Sie gehören euch. Ordes. So. Excalibur Skin Dex erhalten. So. Dann einmal kurz die Gruppe verlassen. Ja, ich würde sagen, das war mit dem zweiten Teil von den Geburtstagsmonat vom Warframe. Nächstes Mal, jetzt bin ich an überlegen, war Dex Fures oder Dex. Nee, Dex Darker war, glaube ich, das erste. Ich glaube, nächstes Mal ist dann die Dex Fures dran mit Lisetzkin, denke ich mal. Aber ich bin mir jetzt da nicht sicher. So. Ich würde mal sagen, das war's dann auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.